Guten Tag, weil ich mal gerade sagen, oder stand es deine Aufnahme noch nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin auf dem Ladebildschirm, Mogi ist schon drin und er meinte, ich habe meine Folge auch schon mal im Ladebildschirm gestartet. Genau. Ich mache gerade mega eben Fleisch, so. Am besten stürzt das jetzt noch ab und ich bin erstmal 5 Minuten lang nicht da. Genau. Auf jeden Fall, ich habe keinen Plan, wo meine Schildkröte hin ist, die ist ja einfach weg, ne? Null Plan und so. Ich dachte, du hast sie gesucht? Ja, habe ich auch, aber nur ganz kurz und keine Ahnung, die ist nicht da. Oh Mann. Also, Mogi war jetzt ein bisschen weg, hat ein bisschen, keine Ahnung, was gemacht. Ich hatte Zeit, 2 Videos zu rendern, um genau zu sein, 1,5, weil ein Video noch im Hintergrund gerendert. Und deswegen könnte es daran liegen, dass ich noch im Ladebildschirm hänge und es vielleicht ein bisschen mehr laggen könnte als sonst. Weil Mogi dann sofort die Aufnahme starten wollte, weil er Hummel im Hintern hat, anstatt... Ich war bei 80%, also die paar Prozent abzuwarten, aber... Ich geh jetzt nochmal vernünftig gucken hier, meine Schildkröte war hier nur kurz in meiner Gegend. Ist sie da hinten irgendwo? Wenn sie mir wirklich hinterhergelaufen ist, muss sie ja hier irgendwo sein. Ah, ich hätte die Mods noch hochladen können von den beiden, ne? Ne, das kannst du ja gleich von 22 Uhr ausmachen erstmal. Ah, falls du wiederkommst. Nebenbei lade ich auch noch ein paar Videos hoch, lade dann die Mods hoch und außerdem rendere ich dann noch Videos. Na, ich bin fast fertig, ich bin gerade schon beim letzten Video rendern. Wieso ist meine Schildkröte weg? Das kann doch nicht sein. Wow. Naja, vielleicht mochte sie sich nicht besonders. Wow, es leckt wirklich enorm. Stell eine Grafik für diese eine Folge runter. Siehst du, ich hätte die Aufnahme jetzt auch nicht gestartet, wenn ich wüsste, dass es so sehr leckt. Ich will das Video jetzt aber auch nicht abbrechen, es ist fast fertig. Und es dauert halt immer so eine Stunde. Hast du Camastasia Studio auf niedrig gestellt? Nope. Warum nicht? Meins steht auch auf sehr niedrig. Was halt fast fertig ist. So, mein fast gesamtes Fleisch ist vergammelt. Ich habe nur noch 2. Ich kann es auch nicht in die Demo legen. Damit die Folge gleich fertig ist und dann vollautomatisch im Hintergrund startet. Der startet bei mir nicht. Hab ich alles abgestellt. Hä? Okay, wenn meine Schildkröte irgendwo wandert, ist sie jetzt tot. Warum? Also ich glaube, ich habe eine gefährliche Gegend zu wohnen. Die Westzone ist doch relativ safe. Oh, ja, da ist ein Spinner wieder, aber direkt hier. So, warte, ich guck mal. Das Video ist zu, ach, das Video ist zu 97% fertig, die paar Prozent jetzt noch. Warte mal eben ganz kurz. Wartet mal eben alle ganz kurz. Ach, Mogi mit deiner Mom. Deine Mom ist nett. Ah, das fliegende Baum, das ist hier... Oh, kann ich nicht sagen. Ich mach mal kurz ein Mikro auf, weil es ja noch mit hat. Nicht der schlau. So. Skype. Jetzt geht's noch ein bisschen. Moment. Oh mein Gott. Hab ihn kurz auf Stumm gestellt. Er kann mich jetzt nicht mehr hören. Das ist so die Stelle, wo... Im Hintergrund hat er gerade alles gewackelt, als ich kurz weg war. Puh. Ich und Mogi mit den Booten hingezogen sind. Oh Mann. So, jetzt muss ich meinen Ton gleich wieder anmachen. Das ist zu umständlich. Ich wünschte, ich hätte einen zweiten Bildschirm. Also nach rechts ziehen und dann bleib schnell auf Stumm stellen und klar. So cool wär's, aber egal. Hab mein Zuschauer nur schnell was erzählt, hab ich auf Stumm gestellt. Wie geht's, Mogi? Ey, das ist echt uncool. Ich hab ihm gerade erzählt, wo ich gerade bin. Das erkenne ich an diesem fliegenden Baum. Der nicht eingebaut fällt ist. Dann bist du ganz in der Nähe, heißt das. Dann hoffe ich dann. Reicht dir das etwa nicht, wie ich schon gedemütigt wurde, indem mein Schildkröte einfach verschwunden ist? Oh, mein Hund ist hier, der macht komische Sachen gerade. Ich werde mich nochmal auf Stumm stellen, da vorne ist jedenfalls... Meh. Wer die Folgen kennt, weiß, wer was da vorne ist. Was denn? Nix. Hab ich lieb, Bro. Alles cool. Ach komm, für das Lächeln cool, was du hier machst. Nein, ich bin einfach nur an einer interessanten Stelle, die ich cool fand. Welche denn? Erzähl mal. Das ist da, wo Angel gewohnt hat, aber pssch. Und Angel hat genau dort gewohnt, wo Gronkh sein Let's Play gewohnt hat. Und Angel ist übrigens ein Kerl, ne? Damit es ist. Mhm. Er ist verheiratet. Ich hab ihm vorgeschlagen, auf unseren Server zu kommen. Aber er meinte,
Ah, ich spiele einfach auf diesem Server weiter. Meine Frau nervt es sowieso schon, dass ich viel spiele und will jetzt nicht woanders nochmal. Und nicht auf dem zweiten Server weitermachen. Wieso fangen wir eigentlich wieder mitten in der Nacht an? Wie spät haben wir es? 23 Uhr, wow. Yeah! Zum Glück haben wir die Aufnahme beendet, weil es gerade so Nacht wurde und so, meh. Ich habe das Gefühl, wenn keiner auf dem Server ist, läuft die Zeit nicht weiter. Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nur Zufall. Es kommt dir nur so vor. Oh, es wird gerade noch dunkler. Okay. Naja. Es bringt jetzt nichts, den die ganze Zeit zu suchen. Er kommt vielleicht irgendwann wieder. Vielleicht. Auch wenn es nicht die erste Schildkröte, die stirbt. Obwohl, die ziemlich viel Rüstung haben, ne? Also ich weiß nicht warum. Die ist ja nicht weg. Die ist ja nicht einfach so. Keine Ahnung, die ist einfach weg. Also, ich brauche mehr Halt. Tätschel, gut, kann ich ja leicht besorgen. Aber ich brauch mehr Fleisch, ich krieg die ganze Zeit Halt. Was ist mit einer Spitzhacke? Ja. Dann habe ich keinen Plan. Oh oh. Alter. Was? Manchmal glitschen die Leichen so weg. Nur wenn er es behaut. Das so steil nach oben. Das ist doch kein Berg. So, ich muss das Feuer. Dann packt er ein Fleisch rein. Wow. GG. Crap. Zum Glück habe ich drei Dolos geklatscht. Aber Schildkröten haben wirklich erstaunlich viel Panzerung. Also, weil manchmal denke ich mir, warum stirbt die denn nicht? Na, ich weiß nicht, ob jetzt die Hitbox so gut ist, dass wenn man auf den Kopf zählt, die schneller stirbt. Was meinst du? Ich weiß es nicht. Doch, das ist so. Weil die meisten Tiere zielen ja nicht auf den Kopf, aber wenn so ein Twig zuhaut, dann trifft er automatisch den Kopf und den Panzer und den Arsch und alles auf einmal. Wahrscheinlich. Weil da die Hitbox auch viel größer ist. Ich habe gerade das Video fertig ist. Immer noch nicht. Hängt jetzt wahrscheinlich bei 100% und darum. Man. Warum, Mogi? Ja. Machst du gerade? Ich bin weggerannt von zu Hause mit einem Trike. Okay. Weil eh nur die Hütte stand und du mir ein bisschen Angst gemacht hast, jetzt bin ich da weggerannt. Oh nein. Hoffentlich lass du mir nicht in die Arme. Ey, da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Ey Mann, das ist ja voll uncool. Bisschen, ja. Ich habe die ganze Folge nichts geschafft, ich habe noch nicht eine Sache gemacht. Ich war die gesamte letzte Folge nur am Laufen, das ist was mich nervt. Und diese Folge anscheinend auch wieder, ganz ehrlich. Nee. Bleibt ja nichts anderes übrig, das ist, weil ich dich gejagt habe. Und jetzt? Jetzt glaube ich dich nicht mehr. Sagte er. Ah, vielleicht hau ich aber auch ganz heimlich gleich wieder auf. Dabei. Das ist echt uncool von dir. Findest du das? Da hört man die Fußabdrücke dann am Arm. Da hört man die Fußabdrücke vor allem. Ja, schön. Ich würde zu meiner Mom wollten auch Let's Playen. Ich habe nicht mit dir geredet, Mama. Nee. Irgendwann kannst du das nicht gucken. Nein, ich kann jetzt nicht gucken, wenn ich eine Nachricht habe. Das macht sie mit Absicht, oder? Nur um dich zu ärgern. Meine Mutter macht das extra, ja. Die wollte jetzt, dass ich meine E-Mail stecke. Genau jetzt, gerade. Wo ich hier gerade noch gedacht habe, ich nehme jetzt auf. Komm jetzt bloß nicht.
Oh Mann. Ist sie nicht eben gerade rausgegangen, weggegangen? Ja, weiß dann ich nicht. Oma oder so? Auf. Na dann, 52. Und das Video ist immer noch nicht fertig. Und jetzt habe ich einen Lag. Alles gut. Ich bin panisch weitergelaufen, weil es immer dunkler wird. Und da vorne wieder ein paar Wesen, die nachts unterwegs sind. Das stört mich so, das Video ist zu 100% fertig. Aber dann braucht es nochmal 5 Minuten, damit diese 100% halt... Ja. Oh, da liegt ein toter Raptor. Ja, toter Raptor, cool. Gib mir dein Fleisch, ein Fleisch. Das war's. Ein Fleisch, 10 Hype. Wow. Oh, da liegt ein toter Delfin. Zum Glück geben die keinen Hype, ne? What? Da greife ich die Schildkröte dann an. Vielleicht weil du ihr Essen erfassen wolltest. Oh, und da vorne ist noch ein Schildkröte. Oh nein. Oh nein. Ich mach die auch nicht mal weiter raus aufs Meer. Die ist Level 36. Okay, sie ist tot. Ey, ich bin noch verhungern gleich. Da kommt schon die nächste. Und das leckt gerade. Dann leckt. Nur Level 9. Ich will das trotzdem nicht dran. Okay. Alle getötet. Mann. Kommt noch eine Schildkröte? Nein. Jetzt von hinten. Bam. So. Ich höre die ganze Zeit was laufen. Ich weiß nicht, was... Oh, noch eine Schildkröte. Habe ich nicht gesagt. Ich weiß aber nicht, ob die noch Akku auf mich hat. Ich glaube jetzt nicht mehr. Ich habe den Akku verloren. Alles cool. Ich brauche nur Level 13. Aber ich will die jetzt auch nicht angreifen, weil die zu viel Heizdroppen und so wenig anderes Gutes da. Okay, ich habe 23 FPS. Scheinbar ist das Video jetzt fertig. Hoffentlich. Ich gucke ein letztes Mal nach. Hoffentlich. Ja, ich ist fertig. Fertigstellen. X. Nein, nicht speichern. So, sorry. Das war das letzte Mal. Mann. Ich hasse es, unvorbereitet in eine Aufnahme reinzugehen. Wie? Du bereitest dich sonst vor? Na klar, ich schalte alle Programme aus, stelle die Priorität auf hoch, gucke, ob alles richtig aufgenommen wird, prüfe vorher noch die Aufnahme, bla bla bla, und Aufnahmeprogramm. Ja, ich bereite mich sonst vor. Wow. Hier kann ich mit der Axt auf der Horn und der gibt mir das Catch und nur 3 Holz. Kann ich nicht mal reparieren, weil mir wahrscheinlich... Ach, mir fehlt ein Flint. Mir fehlt ein Flint, dafür muss ich nicht mal nachgucken. Ich weiß, dass ich kein Flint im Inventar habe. Alles gut, Mobi. Ja. So la 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 la, so auffällig. Nein, wirklich alles gut. Ich mache auch nichts Auffälliges. Stumpf dich ehrlich. Nie. Ehrlich, ich mache auch nichts Auffälliges. Nee, jetzt mal, ehrlich, mach ich wirklich nicht. Ich wüsste gar nicht was. Ich hoffe nicht. So hinter mir her schleichen. Stehst du direkt hinter mir. La 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 la. Und dann, dann crouchst du einfach die ganze Zeit so la 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 la. Naja, und auf einmal drück ich den B-Knopf und auf einmal hörst du alles doppelt und denkst so, oh, scheiße. Stell mal vor, globaler Sprachchat. Oh mein Gott, das wird so sterben. Alter, es wird so nerven. Bei 70 Mann würde man es ausschalten, aber ganz ehrlich, bei 3-4 Leuten wird es vielleicht gehen, aber dann kommt halt so ein Spach. Da muss es so wie bei Gmod sein, dass man Leute gaggen kann. Und Gmod sollten wir auch mal wieder zusammen zocken. Was heißt wieder? Wir haben noch nie zusammen Gmod gezockt. Ich habe irgendwie 300 Stunden Gmod gezockt, du hast ein paar Stunden Gmod gezockt und geht das vom Spiel irgendwie genug halbwegs. Ab und zu schaue ich noch vorbei. Bloß momentan gar keine Lust.
Alter. Wer denn? Hast du gerade einen gezähmt oder was? Ein Ein Ö? Der Fiend. Nein, hab ich nicht. Achso, ich wollte ihn ja umbenennen. Wie ist das Spiel eingefallen? Das PlayStation 1 Spiel aus meiner Kindheit. Hab's gegoogelt. Und so hieß der. Krok. Krok, das Krokodil. Was für ein Krokodil? Krok, so ein PlayStation 1 Spiel, hab ich als Kind immer gespielt. Ey, das ist echt uncool. Was denn? Vielleicht ist das auch nur ein Dodo, dass ich Krokodil genannt habe, also wer weiß, Mogi. Ja, ja, klar. Mhm. Also sowas Dummes traue ich dir jetzt letztes Mal zu. Du bist manchmal vielleicht nicht die Hellste bei den Sachen, die du tust. Ich vielleicht auch nicht. Aber das? Nee. Nee? Nee. 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 Ist mir die Schildkröte einfach verschwunden, ne? Ich komme da drauf voll nicht klar. Ja, das Schildkröte. So langsam laufen, wie du denkst. Was tut dem Gehirn weh? Wow. Hey, ich bin's dran. Ach, Mogi. Oder und zwei, drei, vier, fünf, sechs und fertig. Oder auch nicht, okay. Das hätte ja klappen können. Danke dir, ich bin zu Hause. Und jetzt, ich bin angegriffen. Keine Angst. Nein, nein, jetzt ich sag, ich bin angegriffen und dann sagst du, und dann sehe ich nur noch so, oh, du warst das. Glorreich zu Hause, begrüßt werden. Ja. Gar nicht. Weißt du noch, als wir so voll die Anfänger waren und gar nicht wussten, wo man Metall herbekommt und dann aus normalen Steinen immer froh waren, wenn wir da was bekommen haben? Togi, das war vor einer Woche noch so. Das war noch Zeit, das war noch Zeit. Aber als ich dann rausgefunden habe, wie, dann habe ich direkt ein paar tausend gefahren. Stundenlang hin und her, auf zum Berg und zurück und dann... Nein. Anstatt einmal eine große Wanderung zu machen im Let's Play. Oh Mogi, das ist hart. Das ist richtig hart. Was? Erst mein Mammut ist den Berg runtergefallen und ich bin auf der anderen Seite des Berges rausgekommen. Dann ist Ellie auch noch gestorben und... Gut, ich bin home, aber... Noch? Mhm. Überlegen. Was ich als nächstes mache. Also eigentlich ist der Plan von vorhin der selbe Plan wie eben. Mogi töten? Nope. Welches Level bist du? 11. Okay. Oh, ich hab ganz viel Fleisch. Hm. Na. Ah, da mach ich mal. Auch mit Fieber. Gar kein Fall. Drei Stück nur. So, was? Weil mir... Catch me. Baue heute so gern. Also zwei. Was gibt denn hier Schönes? Ich könnte erstmal den hier lernen. Das wäre relativ wichtig. Was ist das? Ja,
lerne ich den auch schon mal, weil das auch wichtig ist. Also ich habe wahrscheinlich voll das falsche gerade geskillt, Mist. Oh, es wird heller und das heißt, wir müssen unsere Folge gleich mal beenden. Ui, warum? Weil es heller wird. Stein. Hab ich knapp auf Lager. Oh Mann. Komm, ich brauch wenigstens ein bisschen BP. Mist, lang gebraucht. Kann ich sein, ich sehe den Dodo nicht mal, weil, gegen den ich kämpfe. Armer, mein Ding. Ist aber echt so, ich möchte ein bisschen mehr Mitleid haben von dir. Oh, Armer, mein Ding. Mehr! Mehr gibt's nicht. Ich muss mal sagen, Kinder, die was wollen. Okay, mal gucken, was ich jetzt eben geskillt habe. Wo bin ich jetzt genau? Okay, gut. Schluss. Noch Mann. Was denn? Ich habe gerade Holzdächer geskillt. Okay, wozu? Du wolltest was töten, oder? Nein, ich wollte Holzwände. Egal, Holzdächer und so sind ja auch alles sehr wichtig. Da du mit Flugsaurier oben drauf landen kannst und das durchpicken kannst jetzt. Yay. Das ging auf dich. Deswegen ist das sehr gefährlich. Mhm. Aber es hätte schlimmer kommen können. Stell dir vor, ich hätte die Rampe geskillt. Naja, die wäre auch praktisch. Damit könntest du mir über deinen Zaun eine Rampe bauen, dass ich mit meinen Dinos reinkomme. Stimmt, und dann so eine, ist das echt so eine Falle und dann landest du in so einem Graben, wo ich dann die ganze Zeit reinschießen kann. Oder du machst Speere rein. So ein Loch im Dach und da sind nur Speere drin. Und einer Falltür, die nicht pingesichert ist. Hm, hm. Hm. Aber wenn du eine Tür siehst, wo steht? Nicht gesichert. Auf einem Server, wo wir beide gegeneinander spielen. Was ist eigentlich dein Pin? Ich hab gar keinen Pin, ich schließe einfach die Sachen ab. Guter Plan. Ist aber kommen Admins nicht trotzdem durch Türen? Nein. Sicher? Nein. Aber dann wird dem Pin auch nichts bringen. Weißt du, was ich schade finde? Aber ich habe die Admin-Rechte gar nicht aktiviert, deswegen ist das völlig egal. Genau, ne? Ich will wieder Bären sammeln, ne? Aber irgendwie einen großen Grund hat es gerade nicht und mir nervt es mich die ganze Zeit eh gedrückt zu halten. Ich wünsche, man kann sich einfach ein Low-Level in Rasen hercraften. Stell mal vor, so zwei Sticks, so ein Rohmetall. Guck und den mal, schiebst du einfach vor dir her. Der voll cool. Guck mal noch, ob man sich sowas craften kann, also als Mod. So, ein Stick, fünf Metall, drei Metall, bisschen Flint vielleicht. So einen elektrischen am besten, den du irgendwo hinschiebst. Nein, den du einfach so nimmst und vor dir her schiebst. Nein, weil dann dafür wir später Dino schon. Ja, später. Ja, schon ein paar Level sogar. Deswegen. Aber wenn du den schon auch so auf Level 10 herstellen könntest, wäre schon mal. Erst soll ich bei Spike Doppel und so erst mit 15 kommen. So 5 Level lang kannst du. Und wie willst du in der kurzen Zeit an so viele Metall kommen? Spitzhacke? In so einem Low Level. Also ich habe gerade 4 Stück im Inventar. Fehlt also nur noch einer. Ach du, nur mit 5 Metall willst du ganz nah ran. Mhm, klar. Naja, es ist ja nicht. Ach, wie heißt. Man muss ja nur die Klingen halt. So Flint und Eisen bisschen zusammenpacken, passt schon. Und der Rest aus Hide? So ein Fellrasenmäher? Aus Holz halt. Kannst du dich nicht vorstellen? Holz. Biber. Na, alles sexy. Doch, ich weiß schon, was du meinst. Mist. Oh, 79 Stück, ja, das ist ja. Steine habe ich. Na, okay. Ja, Mann.
Oder so eine Art Staubsauger, wo man Steine einstaubsaugt. Eine Steinsammelmaschine. Mhm. Also, gibt es mit einem höheren Level. Die nennt sich Dinosaurier. Hm, guck dir die das. Aber ich meine, es ist jetzt wieder heil genug. Keine Ahnung. Kennst du das kurz bevor du vom Wasser bist, kommt dann, du bist durstig? Nicht? Nee. Ey, da will ich einmal Fleisch haben, ne? Oh, ich hab da ja noch 100 drin. Ja. Dann bekomme ich ein Fleisch, wow, dann will ich nicht mehr. Ja, mal weiter. Patch. Mann. Ja. Ja, weil ich das mache. Immer gut. Ich weiß noch ein Patch. Was soll das denn jetzt? So, jetzt habe ich drei. Die Hälfte nehmen wir noch. Die Hälfte. Auch für die großen Beine. Ja, du wirst noch viel erleben. Wenn ich das diesen Test bestehe, es kommt der Tag, an dem du dein Ziel erreichst. Ein Digimon wird dich begleiten, der beste Freund in allen Zeiten. Ist das so? Hast du einen Beweis? Nein. Oh. Wieso nicht? Dann hör auf, solche Behauptungen hier anzustellen. Oh. Warum bist du dich dann gekränkt? Ja, ein bisschen. Oh, ich hab gar keine Ausdauer, dann muss ich halt so laufen. Eben hatte ich Fieberprobleme, jetzt habe ich zu viel. Das kann nicht sein. Also man hat nie zu viel von irgendwas, aber trotzdem. Kennst du zu viel Steine im Inventar? Kann ich laufen. Kennst du diese Momente, wo deine Ausdauer unten ist, du Hunger hast und auf einmal auch noch Durst hast? Und du dann so denkst, okay. Okay, nicht das hier. Mogi, weißt du was? Nee. Das Sparkauder. Das habe ich auch schon längst geskillt. Du hast es geskillt. Ich habe welche. Kann ich auch welches machen. Ah, danke dir. Nur dafür brauche ich nicht mehr Halt, um dieses Ding herzustellen überhaupt, um so, damit ich Sparkauder machen kann. Ah. Tja. Ich habe Sparkauder. Wie war das nochmal? Mir fällt's nicht ein. Fällt's nicht ein, was soll ich denn machen? Hier. Was brauchen wir eigentlich für Boden? Weiß ich gar nicht. Er ist im Dach. Ich weiß nicht, ob ich davon jetzt noch aufgenommen hab. Hast du das eben gehört oder so? Nein. Seit Monaten schon nicht mehr. Ich kenne das Lied sowieso, ich sag meine Kinder schon immer auswendig.
In meiner Kindheit hatte ich das ganz oft geschaut und dann habe ich irgendwann mit 15, 14 nochmal aufs Handy gezogen. Ich hab's heute noch auf dem Handy. Ich hör's heute noch, wenn's durchläuft, aber meistens kippe ich in letzter Zeit weg, weil kennst du das, wenn du einen Song gibst, den du gerne hörst, den hörst du dann 1000 Mal und dann magst du ihn nicht mehr hören? Ja. Genau. Und das will ich nicht, dass mit diesem Song das passiert. Darum höre ich ihn so selten. Auch mir so viel Metall zu geben. Wer gibt dir so viel Metall? Die Steine. Warum bekommst du so viel Metall? Keine Ahnung. Weil ich so viel Flint abbaue. Weil ich eben gerade 70 Flint abgebaut habe. Vielleicht deswegen. Hey Morgi, ich hab's Bergbau, oder? Alter. Oh Mann. Da bin ich schon ein höheres Level als du. Ehrlich? Ja. Oh. Kann schon sein. Das kann nicht nur so sein, das ist so. Oha. Da sagt er was. Was? Da sagt er was. Und jetzt die EP ansteigen, den so vor sich her. Aha. Morgi, bei 70 Flint, was glaubst du, wie springen die EP? Sehr was glaubst hoch. Du, wie sie in die Höhe schießen? Sehr hoch bei so einem kleinen Level. Aha. Also weißt Bescheid, ne? Ich mache ich auch gerade, ich sammle auch gerade Flint, bevor ich es nicht aufgebe. Weil ich ja echt gleich erstmal weg muss. Na gut, dann nehme ich mal mein Chitin, was ich hier noch drin habe, und mache dann noch einen Ding passt. Chitin? Was ist noch restliches Chitin? Ich hätte noch so viel. Mach ich jetzt nochmal 5 Chitin. Chitin nur? Was? Chitin gemacht. Chitin, Chitin. Ich gerade versucht anzugeben. Ich hatte so viel. Weil die halt so viele Wasserdinger sind, die... Ich weiß schon. So, die Titus tötest du ja. Ja. Die mehr Chitin und Öl und alles. Brauchst du alles noch gar nicht. Nein, nein. Aber ich habe genug Steine und wenn ich genug Chitin habe, kann ich Parchment-Paste herstellen und mein EP hüpfen lassen. Hm. Hüpf. Das Level bist du eigentlich schon. Ich bin Level 12. Warum? Ich bin Level 14. Ehrlich? Ja, gut, dass deine EP so springt. Was machst du denn die ganze Zeit? Naja, ich war jetzt 4 Folgen am Laufen. Nur am Laufen. Weil ich viele gelaufen bin. Was machst du denn die ganze Zeit, dass du so viele hast? Weiß ich nicht. Sammel Sachen, baue mein Haus. Na, mein Haus ist mager, aber sonst. Meins ist größer als das, was wir das letzte Mal am Anfang hatten. Ehrlich? Ja. Als mein Haus oder dein Haus? Unsere Häuser waren gleich so. Als dein Haus. Vielleicht bei dir würde ich sagen. Schon 14. Oh Mann, immer beim Falsch. Wir sollten die Folge beenden oder neu anfangen. Nichts neu anfangen. Neu anfangen können wir noch nicht. Deswegen will ich hier jetzt ein bisschen länger machen. Weil wenn ich diese Folge ende, muss ich erst gehen, das weißt du. Du musst gehen. Ja, ich lass dich dann alleine. Ja. Warum tut denn sowas? Nur lernen zu gehen. Und danach schlafen. Und danach aufzustehen, um mit mir zu zacken. Hörst du, das ist halt schlecht für mich. Wenn du das so ausgehst. Leck, sicher. Nicht jetzt. Natürlich müssen wir uns dran verbrechen. Okay. Gib mir dein Fleisch. Oder auch nicht. Du kannst mir auch einfach gar kein Fleisch geben und alles ist cool. Dann kann man eine Spitzhacke zerbrechen. Oh.
kann kein Narkotik herstellen, wenn mir, weil ich keine Beeren habe. Ja. Ich auch nicht. Und auch nicht, dass ich vergammelt Fleisch. Vergammeltes Fleisch hätte ich wohl. Ja. Gibst du ein bisschen was ab? Ich habe nur 13 Stück. In meinem Truck sind 13 Stück drin, kannst du holen, wenn du willst. Okay. Wenn ich nicht rankomme, darf ich ihn dann... Du hast dann ja wohl keine Wahl. Ich meinte aufsetzen und naja... Ja, ja, es ist mir schon klar, was du meinst. Habe ich genommen. Okay, okay. Aber Spark Powder ist wirklich eine gute Idee. Okay. Was? Was geht denn? Feuer erstmal. Man muss... Nee, ich muss ganz halt benutzen. Irgendwie, das ist ja blöde Steine, Wasser nicht abbauen, okay. Hey, endlich weniger Holz aufgeben. Oh, das ist ein Heim, was Fleisch dabei geben würde. Lecker. Das ist eine Schildkröte, bist du das? Bist du es? Bist du es? Natürlich nicht. Das hätte ich jetzt von Weitem eigentlich sehen müssen. Doof, dass ich auch nachgucken gehe. Ach, da wurde ich. Lecker. Noch drei Dosen. Oh Mann, Mogi. Was los? Boah, jetzt muss ich warten, weil ich kann ja unfassbar keine Ausdauer kämpfen, wenn sie was craften. 14. Hast du ohne mich gespielt oder was hast du gespielt? Nein, habe ich nicht. Ja, ich war auch die ganze Zeit so beschäftigt mit Zähmen und diesem das und da. Ich habe ja auch zwei, drei Dinos gezähmt in der Zeit. Plus mein Schweiger. Ja, du warst aber die ganze Zeit zu Hause, du hast dein Haus ausgebaut. Mein Haus besteht nur aus ein paar Blöcken. Aus paar was? Aus ein paar Blöcken nur. Töten. Mein letzte Waffe. Okay, es sieht ja schon mal gut aus, wenn ich jetzt ein bisschen crafte, viel habe ich zu schwer, das nächste Level erreicht. Nein, habe ich nicht. Ich kann schon das Level 14 werden. Das ist doch klar. Na, ich weiß warum, aber trotzdem komme ich nicht drauf klar. Ich bin dir einfach überlegen. Ja, seh es ein. Mogi? Provozier mich nicht, das ist gemein. Gemeinlich? Ey, das gemeinlich hast du, das gemeinlich hast du voll von mir geklaut. Nein. Oh, sag doch. Ich immer. Schau mal den Let's Play. Sag ich immer. Gemeinlich sag ich auch schon jahrelang. Schon bevor wir uns kannten, also aha. Ja, würde ich jetzt auch sagen. Das ist voll gemeinlich von dir, dass du jetzt ein paar Wörter nur für dich beantragst. Copyright recht, ne? Bei Mogi. Voll fies. Voll Ungumbo von dir. Aber ich habe jetzt hier noch Fleisch auf dem Modell, sonst ist das schon ein bisschen doof. Und du wirst gebe ich dir ein bisschen noch was meistens vorbei. Bis ich da bin, bin ich verhungert. Oh, wo bin ich denn? Wo soll ich das wissen? Kannst du mir sagen? Ich bin 2 Meter weiter von dir. Ehrlich? Warum musstest du denn so lange laufen, um zu mir zu kommen?
weil ich um die T-Rex und so herumlaufen musste. Hier ist nur ein Spinosaurier in der Nähe. Glaubst du? Als ob der das nicht extra macht, dieser Spinne, ne? Oh, dann. Ich baue gerade so einen Stein ab, auf einmal sehe ich hinter den Stein so die Rückenflosse auftauchen, ne? Ich denke mir so, fuck. Bist du direkt bei dir? Ja, ganz nah, wenn du ein bisschen nach oben gehst, dann ist er da. Ja, den kann ich da nicht abbauen. Hä? Jetzt doch, okay. Oh Mann, der ist so gemein. Mein kleiner Bronze. Na du? Mit dem Level hast du den besten Bronzesaurier. Nein, weißt du nicht mehr da, als ich dir erzählt habe, dieses Krokodil, was so aussieht wie ein Bronzesaurier, weil den Schwanz so ganz hoch in die Luft hält? Oh mein Gott, jetzt geht's los, jetzt geht's los. Ja, okay, guck mal, dann erzähl mal weiter. Nee, das war einfach ein Krokodil, der sein Schweif so über einen Stein gelegt hatte und von der Entfernung hat der Stein noch nicht geladen und es sah einfach nur so aus wie ein Krokodil mit einem, also wie so ein Brontosaurier. Und jetzt? Da mehr gibt es für nichts zu sagen. Ja. Oh Mann. Ich glaube, es wird Zeit für die erste Kiste, die ich baue. Aber vorher... Ist dir immer ein Hatch fehlen muss? Guck mal, du meinst, man kann irgendwie sagen, dass man das umdrehen will, ne? Ja, mit dem. Dankeschön, ja, dankeschön. Dankeschön, dankeschön. Weil das sieht so scheiße aus, wenn es einfach falsch rum dran ist, ne? Ja, das geht jetzt. Spike Powder. Geht schneller. Hau rein. Hab. Ich bin noch. Was das da wohl ist. Vielleicht. Ach, das ist die Brontosaurier-Platte, die man auf dem Rücken spannt, ab Level 80. Vielleicht. Oh. Oh, die Treiber. Ich habe mich irgendwo verwirrt. Ja, Mogi, ich würde mal sagen, wir beenden die Aufnahme. Das ist wirklich zu lang. Aber... Was denn? Aber... Die ich bin noch nicht fertig. Dann machen wir noch eine Folge am besten. Aber das geht nicht. Nee, da muss ich jetzt gehen erst. So schnell heimlich noch eine Folge hinten dran hängen, die dann kürzer wird. Ja, da deine Mama mitgekriegt. Das geht nicht. Nee. Na gut, dann beenden wir jetzt, oder?
aber warte, ich möchte erst nach Hause laufen. Und die Folge geht schon bei 40 Minuten, Mogi. Ja, egal, wir hatten schon über Videos, die über eine Stunde gehen, also komm schon. Ja. Lass mich eben nach Hause laufen. Ja, ich will keine Videos mehr, die über eine Stunde gehen. Das ist Ah, komm mit. Zur Not hatte ich. Pause laufen. Der war gut. Ach so? Nichts. Ich glaube, ich hole mir jetzt einen Mammut. Bis gleich. Bis gleich. Was willst du mit dem Mammut? Holz sammeln. Holz sammeln. Mit gleichem Sattel. Verdammt. Ich frage einfach einen anderen Spieler. Auf dem Server, wo wir beide die höchstleveligsten sind. Ja. Das ist eine gute Idee. Oder du benutzt einfach Admin bla 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 und cheatest dir ein. Mhm. Genau so und nicht anders. Keine Sorge, ich bin gleich zu Hause. Oh, ich hab schon gar keine Sorge mehr. Alles klar. Blend. Ich sammle so nebenbei Cash und so. Wie bist du eigentlich schon so weit von zu Hause weg? Wie? Hast du irgendwas Großes vorgehabt, wenn du so weit wegrennst? Wie von zu Hause? Ich bin direkt neben meinem Haus fast. Wie brauchst du dann so lange, um nach Hause zu laufen? Ich bin fast da. Ja, wieso warst du denn so weit weg? Hast du irgendwas besonders vorgehabt? Hast du irgendwas Creme oder so? Ich meine. Nein. Bei PvP muss man ja nicht die Wahrheit sagen, oder? Du hast zurückgeglitscht und stand mitten in der Luft. Ja, ich hab so einen heftig immer einen Sprung gemacht. Hat. Ich wurde auch gerade zurückgeglitscht, jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal laufen. Warte. Zählst du gerade was, oder? Nein! Was machst du denn, was so lange dauert? Ich will die auch nochmal beenden, sie geht wirklich schon zu lang. Was geht ab? Was soll abgehen? Wow. Na gut, ich beende mal die Aufnahme. Nein! Das kann nicht sein! Vielen Dank fürs Zuschauen. Was ist dein Mogi? Ab Level 50 ist kein Sattel dafür, Mann. Ich bin Twike? Nein! Da gibt's einen Raptor und einen Patchy-Sattel. Okay. Dann gibt's einen Twike-Sattel. Wann hat... Kann doch nicht sein, dass wir erst einen Twike mit Level 20 hatten, oder? Ich weiß nicht, glaub nicht. Guck mal in deine Aufnahmen. Ich meine, du da warst mit deinem Twike unterwegs. Ah, die du heute gerendert hast, das weiß ich jetzt nicht, welche. Nee. Plump, gib mal her, ja. Auch mal. Ja. Oh, ich bin fast da, fast habe ich es geschafft. Ich bin kurz davor, ehrlich jetzt. Wirklich, glaub mir. Na gut, ich sag dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut. Nein. Ciao.